Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Ihres Spreewald-Journals. In dieser Woche haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Abschlussveranstaltung Projekt Vernetzte Bürgerschaft. Einweihung der Cottbuser Straße in Lübben. Handwerkskammer Ehr Teilnehmer und Gewinner des Leistungswettbewerbes. Feierliche Verkehrsfreigabe der Langenstraße in Luckau. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung. Verkürzte Sprechzeit im Lübbener Bürgerbüro. Aus organisatorischen Gründen hat das Bürgerbüro im Rathaus Lübben am Dienstag, dem 22. Dezember und am Dienstag, dem 29. Dezember nicht bis 19 Uhr, sondern nur bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadt Lübben bittet alle Bürger, die sich an einem dieser Tage mit einem Anliegen an das Bürgerbüro wenden möchten, die Verkürzung der Sprechzeit zu beachten. Die Abschlussveranstaltung des Projektes Vernetzte Bürgerschaft fand am 3. Dezember in Vetscher statt. Das Projekt Vernetzte Bürgerschaft diente der Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und zugleich der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. Ziel war die Schaffung einer gemeinsamen Anlaufstelle, um Informationen über Bedarfe und Möglichkeiten im sozialen, kulturellen und freizeitbezogenen Bereich für alle Generationen vorzuhalten. Die Anlaufstelle sollte auch als Ehrenamt bzw. Freiwilligenagentur dienen und alle regionalen Angebote rund um das Thema Mobilität vernetzen. Das Projekt ist im Rahmen der Erstellung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge Region Spreewald-Dreieck entstanden und wurde im Rahmen des Modellvorhabens der Raumordnung Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge durch den Bund und das Land Brandenburg gefördert. Das Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge unterstützt ausgewählte Modellregionen im ländlichen Raum darin, sich innovativ den Herausforderungen des demografischen Wandels zu stellen und erforderliche Infrastrukturanpassungen vorausschauend und kooperativ zu gestalten. Es wird als Modellvorhaben der Raumordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur durchgeführt. Nach 2 Jahren Laufzeit ging das Projekt Vernetzte Bürgerschaft jetzt zu Ende. Leider kann das Projekt nicht weitergeführt werden. Daher wurde im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am 3. Dezember in Vetschau ein Resümee gezogen und ein Ausblick auf die künftige Zusammenarbeit in der Region gegeben. Sprechzeiten zum Jahreswechsel in Burg. Zum Jahreswechsel ist die Bürgeramtsverwaltung an den beiden Dienstagen, dem 22. und 29. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Sprechtage an den Donnerstagen, Heiligabend und Silvester entfallen. Mittwoch, den 23. und 30. Dezember, bleibt das Amt Burg für Besucher geschlossen. Unter den Augen vieler Zuschauer fand die feierliche Verkehrsfreigabe der Langenstraße in Luckau statt. Am Donnerstag, den 3. Dezember, fand die feierliche Verkehrsfreigabe der Langenstraße in Luckau statt. Nach 7 Monaten Bauzeit wurde der 2. Bauabschnitt nun fertiggestellt. Also wir hatten es hier mit einer sehr schlechten Straße zu tun. Nicht nur der Straßenbelag an sich war schlecht, sondern auch alle Medien, die unten drin waren. In einem Jahr 7 Wasserrohrbrüche und an einem Tag sogar 3 Wasserrohrbrüche. Ich glaube, das ist ein Zeugnis dafür, dass wir tatsächlich auch zumindest im Wasserleitungsbereich Hand anlegen mussten. Der Regenwasserkanal war kaputt und wir hatten es auch mit einer stellenweise sehr defekten Gasleitung zu tun. Also alle Medienträger haben hier mit dazu beigetragen, dass wir in den letzten Monaten von Mai an alles wieder neu machen konnten, was Infrastruktur in dieser Straße betrifft. Und ich hoffe, dass also meine Generation, die Generation meiner Kinder, also an diese Straße nicht mehr ran muss. Gemeinsam mit der Stadt- und Überlandwerke GmbH und dem Trink- und Abwasserzweckverband wurde der ca. 200 Meter lange Straßenabschnitt innerhalb des historischen Stadtkerns grundhaft ausgebaut. Im unterirdischen Bauraum wurden Kanäle für Schmutz und Regenwasser, eine neue Trinkwasserversorgungsleitung, eine neue Gasversorgungsleitung und Stromleitungen verlegt. Fahrbahn- und Seitenbereiche wurden gemäß den denkmalrechtlichen Bestimmungen in Naturstein hergestellt.
Kurz nachdem wir angefangen haben mit den Bauarbeiten, ist die Wasserleitung gleich wieder geplatzt. Die ganze Baustelle stand unter Wasser. Man hatte das Gefühl, man ist in Venedig, weil von der Kreuzung Lange Straße, Marktstraße bis zum Alten Museum alles unter Wasser stand. Und wir haben, was wir nicht geahnt haben, auch einen gut erhaltenen mittelalterlichen Brunnen gefunden. Es lohnte sich dort wirklich reinzugucken. Es war für uns natürlich auch ein Schaufenster in die Geschichte, ein Blick zurück. Wir haben das mit den Archäologen gesichert und auch für die folgenden Generationen noch gut dokumentiert. Die alte Straßenbeleuchtung wurde gegen eine neue energieeffiziente LED-Beleuchtung ausgetauscht. Damit wurde ein weiterer wichtiger Baustein in der Altstadtsanierung geschaffen. In den nächsten zwei Jahren werden wir uns im Innenstadtbereich nicht mehr bewegen. Wir haben zunächst vor, die Straße an der Schanze zu sanieren. Die hat es auch bitter nötig. Eine ähnliche Situation wie hier. Regenwasserkanal ist defekt, die Straße ist defekt. Wir haben so gut wie gar keinen Gehweg mehr, weil die Baumwurzeln die Gehwegplatten durcheinander gebracht haben. Wir haben darüber hinaus auch noch einen Gehweg in Ukro vor und den Neubau einer Kindertagesstätte in Duben steht auch auf der Tagesordnung. Finanziert wurde die Baumaßnahme zum Großteil mit Mitteln der Städtebauförderung. Wolfs Kooperationsvereinbarung zwischen Umweltministerium und Landesjagdverband. Umweltminister Jörg Vogelsänger hat am 9. Dezember mit dem Präsidenten des Landesjagdverbands Brandenburg, Wolfgang Bethe, eine Kooperationsvereinbarung zum Thema Wolf unterzeichnet. Der Wolf ist nach Brandenburg zurückgekehrt. Für einen sachlichen Umgang mit der Ausbreitung des Wolfes ist der Landesjagdverband Brandenburg als anerkannter Naturschutzverband ein wichtiger Partner. Der Landesjagdverband unterstützt beispielsweise das Wolfsmonitoring, das wichtige wissenschaftlich fundierte Informationen über den Erhaltungszustand und den Populationstrend der Art liefert. Der Wolf breitet sich seit einigen Jahren wieder in Deutschland aus. Brandenburg und Sachsen liegen im bisherigen Verbreitungsschwerpunkt. Bisher wurden in Brandenburg ein Bestand von 14 Rudeln erfasst. Vier davon leben grenzüberschreitend. Die Handwerkskammer Cottbus ehrte am 10. Dezember die Teilnehmer und Gewinner des landesweiten Leistungswettbewerbes. Im Laufe dieses Jahres konnten insgesamt 489 Jugendliche aus dem Kammerbezirk der Handwerkskammer Cottbus nach 3 oder 3,5 Jahren ihre Lehre im Handwerk abschließen. 40 von ihnen erbrachten dabei so gute Ergebnisse, dass sie sich für den landesweiten Leistungswettbewerb in ihrem jeweiligen Gewerk qualifizieren konnten. So zeichnete die Handwerkskammer Cottbus die Nachwuchshandwerker in einer öffentlichen Veranstaltung am 10. Dezember aus. Darunter waren auch 4 Junghandwerker aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz und 6 aus dem Dahme-Spreewald-Kreis. Also ich denke, die Zukunft für das Handwerk sieht sehr gut aus. Das ist einerseits geschuldet, dass leider so wenig junge Leute in den letzten Jahren einen Beruf im Handwerk erlernt haben, sodass die, die es können, zur Verfügung stehen und sich die Aufträge in Zukunft raussuchen können. Und alle, wie wir hier sind, sind natürlich bestrebt, Handwerksleistungen zu beauftragen, in Anspruch zu nehmen. Handwerk ist überall, das geht früh los, wenn wir uns an den Frühstückstisch setzen, Bäcker, Fleischer. Es geht weiter, wenn das Auto gestartet wird, um zur Arbeit zu fahren. Die Wohnung wird beheizt, unser Licht, unsere Brille kommt vom Handwerk. Also Handwerk braucht es immer, Handwerk wird es immer geben. Und ich würde mich freuen, wenn es uns Länge, und das war dieses Jahr Gott sei Dank der Fall, dass wieder mehr junge Menschen sich für einen Beruf im Handwerk begeistern, ihn richtig erlernen und dann ihr Glück im Handwerk finden. Und da bin ich sicher, das kann man im Handwerk finden. Im Rahmen der Leistungswettbewerbe konnten 10 der 40 besten Junghandwerker aus dem Kammerbezirk den Landessieg für sich entscheiden. Sie fuhren im Anschluss weiter zum jeweiligen Bundeswettbewerb, um ihr handwerkliches Können erneut unter Beweis zu stellen. Der erfolgreichste Nachwuchshandwerker aus dem Bezirk der Handwerkskammer Cottbus ist Tim Schulze vom Autohaus Leven in Königs Wusterhausen.
Er holte sich den dritten Platz auf Bundesebene. Ein Wettbewerb mit Tradition. 1951 wurde der Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks zum ersten Mal ausgetragen. Im ganzen Bundesgebiet traten junge Handwerkerinnen und Handwerker an, um die Beste oder den Besten in jedem Beruf zu ermitteln. Bis heute soll der Wettbewerb die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung verdeutlichen und zeigen, welche berufliche Leistung im Handwerk steckt. Also ich bin ganz stolz als Vertreter der Handwerkskammer Cottbus, dass bei einer solchen Veranstaltung 40 Kammer, auch Landessieger und ein Dritter im Bundeswettbewerb ausgezeichnet wurde. Für mich ist das die Elite derjenigen, die dieses Jahr die Prüfung in den jeweiligen Handwerken abgelegt haben. Und da sollte man schon mal auch als Handwerkskammer nicht Kosten, Mühe scheuen, um diese Leistung zu würdigen. Der Leistungswettbewerb ist darüber hinaus auch Sprungbrett für die berufliche Weiterentwicklung. Erfolgreiche Lehrlinge können in die Begabtenförderung der beruflichen Bildung aufgenommen werden. Seit Anfang Dezember rollt der Verkehr wieder auf der Cottbuser Straße in Lübben. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, fand die offizielle Freigabe der Cottbuser Straße in Lübben statt. Ja, ich denke, das ist ein lang gehegter Wunsch der Lübbener, dass diese vorher Kopfsteinpflasterstrecke vom Lärm befreit wird oder für die Anlieger vom Lärm befreit werden. Es ist auch ein langer Wunsch gewesen des Landesbetriebs für Straßenwesen, das ist ja eine Landesstraße. Und da kam es zusammen dann und wir haben uns dann verständigt und haben jetzt gemeinsam diese Straße gebaut. Der Landesbetrieb natürlich die Straße und die Stadt Lübben die Nebenanlagen. Und heute ist der Tag, wo wir sie freigeben. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. 450 Meter in Asphalt, vorher in etwas lauterem gepflasterten Bereich. Sehr gute Nebenanlagen mit einem Geh- und Radweg auf der einen Seite, mit einem Gehweg auf der anderen Seite und einer vor allen Dingen behindertengerechten Bushaltestelle, die durch den Landkreis finanziert wurde oder kofinanziert wurde. Auch eine schöne Sache, muss ich sagen. Nach wochenlangen Bauarbeiten sind die Erneuerung der Fahrbahn in der Cottbuser Straße durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg sowie der Bau der Nebenanlagen zwischen der Einmündung Brücklinstraße und der Einmündung Steinkirchner Dorfstraße durch die Stadt Lübben abgeschlossen. Na, es gab erste Bestrebungen seit den 70er Jahren, das vorhandene Kleinpflaster auszutauschen und gegen eine Asphaltdecke aufzuhübschen. Und ist leider gescheitert und so kam es im Jahr 2013 zu einer Zusammenkunft zwischen Stadt, Landesbetrieb und dem Planer Ingenieur Richter aus Eisenhüttenstadt, die Maßnahme in Angriff zu nehmen mit einer sogenannten Deckensanierung, die vorsah, die Straße auf ca. 450 Meter zu sanieren, das Pflaster auszubauen, den Regenwasserkanal zum Großteil in Stand zu setzen, eine neue Stand-by-Leitung zu legen. Einläufe wurden neu montiert und ein dreilagiger Asphaltbelag wurde aufgebracht, sodass auch die Lärmbelästigung für die Bürger nun passé ist und wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein können. Vorbei sind nun die Zeiten, in denen bei jedem LKW, der übers Kopfsteinpflaster bretterte, die Gläser im Schrank klirrten und Fundamente erschüttert wurden. Zuletzt wurde auch deswegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h entlang der Strecke eingeführt. Die Sanierung ließ das alte, unendlich oft geflickte Pflaster verschwinden. Über Anliegerbeiträge, Förderung und 80.000 Euro aus dem Stadthaushalt wurden insgesamt neben der Sanierung und Asphaltdeckschicht ein gemeinsamer Geh- und Radweg hergestellt, der westliche Gehweg ausgebaut, die Straßenbeleuchtung erneuert und eine barrierefreie Bushaltestelle finanziert. Dank des jetzt beidseitigen Parkverbots rollt der Verkehr deutlich flüssiger als zuvor. Liebe Zuschauer, das waren die Nachrichten aus dem Sendegebiet. Was möchten Sie in einer unserer nächsten Ausgaben sehen? Haben Sie Wünsche, Anregungen oder liegt Ihnen etwas besonders am Herzen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr Spreewaldjournal einschalten. Das Team des Spreewaldfernsehens wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen!